hallelujah, since I laid my burden down. With glory, hallelujah, since I laid my heavy burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut, hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, das es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Filmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Hallo, moin moin und allerherzlichst willkommen zur inzwischen 72. Sendung, die ihr euch anschauen könnt. Naja, es sind ja eigentlich mehr, weil wir haben ja die 63 mit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q und das ganze Alphabet vorsehen. Da geht es um die Stundisten, da sind wir im Augenblick ein bisschen raus, aber Sendung halt zu den modernen Kriegen. Dieses Thema ist so umfassend und so tiefgehend, dass man im Grunde jeden Tag ein Video machen könnte und wahrscheinlich ihr als Zuschauer auch sagt, da könnte ich mir jeden Tag ein Video von angucken. Es gibt so wahnsinnig viele Informationen, aber dann gehen wir genau den Weg, den diese Welt geht, euch zuwerfen mit Informationen, und das, was zu viel ist, dann kann man das gar nicht alles mehr behalten, und deswegen machen wir nur eine Sendung pro Woche. Diese eine Sendung pro Woche ist aber so wahnsinnig vollgepackt mit Informationen, dass wir teilweise mit einer Stunde gar nicht mehr hinkommen. Was ich persönlich schade finde, weil ich habe meinen Kanal ja damals nicht für nichts Stunde der Wahrheit genannt. Ich habe immer probiert, das auf eine Stunde zu begrenzen, aber das passiert mir oft genug. Es klappt einfach nicht. Ja, manchmal ist eine Stunde eben zwei. Heute wird es wieder, ich sage nicht 2 Stunden dauern, aber auf jeden Fall länger dauern als eine Stunde, kann ich euch jetzt schon sagen, weil der Gerald hat mich gerade mit, ich glaube, 5 verschiedenen Skripten totgeschmissen. Und er weiß gar nicht, dass ich erstmal eine eigene Lesung geplant habe. Nun, die eigene Lesung war eigentlich für letzte Woche bereits, aber da habe ich mein Buch in der Tasche vergessen und auch meine Hausaufgaben, also meine Fußnoten, meine Noten vergessen. Und um welches Buch geht es? Ihr könnt es raten. Nein, es geht nicht darum. Es geht hier um Kreml und Vatikan. Das Buch, das ihr hier links dann den Umschlag seht von der Archivedition. Das ist nicht das Buch, wie man es kaufen kann. Das hat einen viel schöneren Umschlag, aber den habe ich jetzt hier nicht als Foto bei. Und ich habe mir, weil ich ja dieses Buch am Lesen bin, ich bin im Augenblick auf Seite, wo bin ich eigentlich? Ach so, ja, 168. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und meine Notizen waren, dass ich zur Sendung 71, also letzte Woche, ab Seite 147, letzter Absatz, bis Seite 148, Ende erster Absatz lesen wollte, aber auch noch markierte Stellen Seite 149, 150. Und ich habe mir dann gedacht, das ist ja eigentlich, das ist ja schön gedacht, Jörg, aber du musst ja eine kleine Einleitung bringen, wenn du hier um eine Person sprichst, über eine Person sprichst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da muss man doch ein wenig zurückgehen. Wir fangen also an auf Seite 146, das ist das, was ihr hier oben seht. Es ist ziemlich klein geschrieben, das weiß ich. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich lese aus meinem Buch, was ich hier habe, und ihr seht in der Zwischenzeit das PDF eingeblendet. Es ist jedenfalls der letzte Absatz hier auf Seite 146, hier, wo ich jetzt meine Maus habe, ein Jahr zuvor. Und da geht es um die Zeit des Beginn des 19. Jahrhunderts. Also welches Jahr genau, müsste ich jetzt aus dem Zusammenhang raussuchen, habe ich jetzt keine Lust zu, aber es geht irgendwo um die Zeit zwischen 1810 und 1815. Und da möchte ich euch jetzt gerne etwas vorlesen aus diesem Buch, aus Kreml und Vatikan, das ihr gratis im Internet bekommen könnt, weil Gerald das auf seiner Archive-Bibliothek hochgeladen hat, und ich habe es selbst für 8 Euronen in Deutschland bestellt, hat mehr für den Transport bezahlt als für das Buch, aber es ist nicht teuer und man kann es noch bekommen, und ich kann es euch nur anraten zu lesen. Also, auf Seite 146, nur dass wir den de Maistre eben ein wenig kennenlernen, um den es gleich geht, weil es geht um eine Aussage, die er macht auf Seite 147 hier unten. Aber wenn ihr nicht wisst, wer de Maistre ist, dann bringt das ja nicht viel. Also dachte ich, ich muss diesen Absatz noch mit reinnehmen. Da fangen wir eben an. Ein Jahr zuvor war jedoch Joseph de Maistre als französischer Emigrant in Russland eingetroffen. Dieser de Maistre entwickelte dort eine rege Tätigkeit zugunsten des Vatikans. De Maistre war Freimaurer und Martinist gewesen. Und was Martinist ist, habe ich euch in der Fußnote in das PDF beigefügt. Das könnt ihr dann gerne raussuchen. Und schließlich war er ein wütender Papist. Schon ein paar seiner Verlautbarungen kennzeichnen seine Einstellung. Auf die Frage, was ist eine Nation, antwortete de Maistre: Der Mensch und die Aristokratie. Vom Volk ist nicht die Rede. Er behauptete, Zitat, nur die Rückkehr zum Mittelalter, zur römisch-katholischen Kirche, zum Papsttum könne helfen, die Revolution zu bändigen. Ende Zitat. Und so schrieb er weiter, übrigens würde die Autorität des Papstes immer nur von jenen bestritten, die er niederschlug. Also gab es nie eine legitimere Autorität als diese und nie eine weniger umstrittene. Ende Zitat. Ich denke, der Herr de Maistre hat noch nie von Jesus Christus gehört, ne? Oder von unserem Vater Jahwe im Himmel, wenn er solchen Quatsch behauptet. Gehen wir auf die nächste Seite, und das ist die Aussage, um die es mir eigentlich ging. Und hört bitte gut zu, es ist wirklich wichtig, was ich hier vorlese, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit dem modernen Kriege. Deswegen suche ich diese Stellen, oder deswegen fallen mir diese Stellen beim Lesen oftmals auf, und ich sage, das möchte ich dann im modernen Kriege einmal kurz vorlesen. De Maistre verkündete jetzt den durch die französische Revolution aufgeschreckten Russen, ja, also die Russen waren natürlich aufgeschreckt durch das, was Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich passierte. Dieses Ereignis, also die französische Revolution, sei nur durch den Protestantismus herbeigeführten Abfall von der römisch-katholischen Kirche möglich geworden und mit Unterstützung der Freimaurerei und Aufklärung herbeigeführt. Er mahnte daher zur Rückkehr zur römisch-katholischen Kirche und bezeichnete dies als die einzige Möglichkeit einer, Zitat, Rettung des Abendlandes, Ende Zitat. Die gleichen Auffassungen und Forderungen vertrat der romantische Dichter Freiherr von Hardenberg und seine romantischen Kollegen wie Tieck, von Brentano und Friedrich Schlegel in Deutschland. Wir erleben heute ja eine Renaissance dieser Gedanken. Sie werden, und das Buch ist von 1965, also wenn der Autor sagt, wir erleben heute ja eine Renaissance dieser Gedanken, müssen wir mal eben 60 Jahre zurückdenken. Sie werden von der sogenannten Abendländischen Akademie und der Abendländischen Aktion propagiert. Der Minister, kirchliche Würdenträger und katholische Politiker angehören. Der Münchner Merkur vom 23./24. Juni 1956 würdigte das Programm dieser Organisation mit den Worten: Es ist jenes auf das dauernde gerichtete Wesen des Konservativen, das es schon seit dem ersten großen Konservativen, dem Savoyarden Joseph de Maistre, christlich sein lässt. Nochmal. Es ist jenes auf das dauernde gerichtete Wesen des Konservativen, das es schon seit dem ersten großen Konservativen Joseph de Maistre christlich sein lässt. Also was ist konservativ? Die Ansichten von de Maistre. Und was sind das für Ansichten? Das hatten wir gerade am Ende auf Seite 146 gelesen. Ihr habt es noch auf dem Schirm, schaut nochmal nach. Weiter sagt der Autor, der Konservativismus de Maistres ist indessen nicht nur christlich, er ist überhaupt nicht christlich, er ist nur katholisch, das eben von mir dazu, sondern katholisch und ultraklerikal und papistisch. Das ist also Konservatismus. Wenn ihr also konservativ wählt, dann wählt ihr katholisch, ultraklerikal und papistisch. Indessen schlägt auch hier der Name de Maistre eine Brücke von dessen Bestrebungen im 19. Jahrhundert zu denen der Abendländischen Akademie unseres Jahrhunderts, also des Mitte des 20. Dadurch entschließt sich das Verständnis für die geschichtlichen Zusammenhänge und die Kontinuität der katholisch-jesuitischen Bestrebungen, die heute im westlichen Europa immer deutlicher sichtbar werden. Wie de Maistre die französische Revolution von 1789 mit seinem katholischen Konservatismus bekämpfte, bekämpfen heute die Abendländische Akademie und die ihr angeschlossenen Organisationen im westlichen Europa die nach jener Revolution ausgerichtete Demokratie und den Bolschewismus im Sinne de Maistres und in seinem Geist. Nomen ad Omen, Namen und zugleich Vorbedeutung. Mit dem Schlagwort einer Rettung des Abendlandes und der Gefahr der Revolution gewann de Maistre in den Jahren 1803 bis 1812 zunehmenden Einfluss. Er nutzte die seit dem Jahre 1810 wachsenden politischen Spannungen zwischen Frankreich und Russland geschickt aus. Aber wie stets galten die Bestrebungen der Jesuiten in diesem Fall nicht dem Wohle Russlands, sondern sie erwarteten von dem russisch-französischen Krieg die Förderung ihrer eigenen hintergründigen Absichten. So, und was Eduard de Winter weiter dazu schreibt, das könnt ihr selbst irgendwann mal lesen. Ich stoppe das Zitat hier und gehe kurz rüber auf Seite 149 und da habe ich mir angestrichen, nochmal kurz zwischen zwei angekreuzten Stellen zu lesen. Da heißt es, Zitat, weder ein Sieg Napoleons, der mit dem Papst zerfallen war, noch ein Sieg Alexanders, das ist also der Zar von Russland, dessen Volk den Papst glaubensmäßig ablehnte, konnte im Sinne de Maistres sein. Ein solcher Sieg würde auf der einen wie auf der anderen Seite die nationalen Impulse gestärkt haben. Das lag indessen nicht im Sinne von ideologischen Organisationen, die sich von Anfang an über lokale und nationale Beschränkungen erhoben hatten, um, Zitat, in ihrer Weise an dem großen Neubau der modernen Gesellschaft zu arbeiten, Ende Zitat. Der Jesuitenorden war nun aber genau eine solche Organisation. Das Verhalten der Jesuiten während des Krieges des Jahres 1812 mag zu einer anderen Haltung des Zaren Alexanders I. beigetragen haben. Außerdem mochte er durch den Freiherrn vom Stein beeinflusst worden sein, der bekanntlich im Jahre 1812 von Alexander nach Russland berufen worden war. Stein war, wie sein Begleiter Ernst Moritz Arndt, Gegner der Jesuiten. Arndt sprach oft mit dem Freiherrn von Stein über die Jesuiten, und dieser wird dementsprechend auch mit dem Zaren über den Orden gesprochen haben, als er mit Alexander im September des Jahres 1812 die deutsche Frage besprach. Stein sagte einmal, wie Ernst Moritz Arndt berichtet, die Jesuiten seien, Zitat, eine giftige und natterische Gesellschaft, welche unter Deutschland beinahe ein Jahrhundert mit Aufruhr, Krieg und Mord gefüllt und verwüstet hat. Unser Deutschland kann von ihnen nachsagen. Noch sind an vielen Stellen die Wunden nicht vernarbt, die sie ihm zwischen den Jahren 1570 und 1670 geschlagen haben. Sie verstehen die Natternschlingungen und Umschlingungen und haben Natternzähne. Ein weiteres interessantes Zitat offenbart sich uns am Ende auf Seite 151. Letzter Absatz. Nun wurde in diesem Salon der Frau von Krüdener, da muss man halt das Weggelassene lesen, um zu verstehen, wer das ist, aber mir geht es nur um diese kleine Aussage hier. Nun wurde in diesem Salon der Frau von Krüdener nicht nur geschwärmt, gepredigt und gebetet. Es wurde dort auch sehr eifrig politisiert. Goethe meinte zwar, Zitat, wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt dem Toren niemals ein. Er hätte jedoch mit größerer Berechtigung sagen können, wie sich Religion und Politik verketten, das fällt den Toren erst recht nicht ein. Und damit möchte ich meine kleine Einleitung für heute beenden und sicher die letzte Aussage, die Goethe besser gesagt hätte. Wie sich Religion und Politik verketten, das fällt den Toren erst recht nicht ein, ist ja wohl die Berechtigung, um diese Serie Moderne Kriege sich anzuschauen und für uns, um sie wöchentlich fortzusetzen. Entschuldige Gerald und Marius alle beide, dass ich jetzt 10 Minuten, eine Viertelstunde dafür eingenommen habe, aber das war mir geschichtlich und zitatmäßig sehr wichtig, um dieses aus dem Buch Kreml und Vatikan mal eben zu bringen, wofür ich dir ewig dankbar sein werde, Gerald, dass du mir nämlich auf dieses Buch gewiesen hast. Ich verschlinge es, wenn ich Freizeit habe, um es zu lesen. Und ich kann es nur jedem anraten. Spendiert die paar Euronen an das Buch, dann haltet ihr es in der Hand und ladet es euch gratis runter als PDF, dass ihr es auf dem Computer habt. Bitte, macht eure eigene Untersuchung. Glaubt nicht alles, was wir hier erzählen. Forscht die Dinge selbst nach und nehmt dazu auch die Bibel in die Hand. So, und jetzt möchte ich ganz herzlich meine beiden Mitstreiter, Gerald auf der einen Seite und Marius auf der anderen Seite, zur 72. Sendung der modernen Kriege heute begrüßen. Ja, hallo Jörg, vielen Dank. Hallo Marius. Hallo, guten Abend. Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Also, das hat der Goethe gesagt, das erstaunt doch immer wieder, ne? Wie er es doch geschafft hat, so in seinem Denken auf diese Dinge hinzuweisen, ne? Wobei ja Goethe auch, genauso wie Schiller, auch seine Rolle gespielt hat, ne? Da gibt es auch viel interessante und wissenswerte Dinge, die wir sicherlich auch vielleicht mal irgendwann mal in der Lesung mal besprechen könnten, ja, weil gerade diese Dichter und Denker waren natürlich der Zeit voraus und waren natürlich genauso auch in diesen Kräfteverhältnissen mehr oder weniger mittendrin und waren natürlich auch unter dem Druck, auch gerade von Religion und Kirche gewesen, ganz klar. Ja, gut, Jörg, also nochmal vielen Dank, du musst dich dafür nicht rechtfertigen, das ist alles super. Ja, also ich meine, ich habe das Buch ja auch schon mal angelesen, aber das Zitat habe ich jetzt irgendwie überlesen. So kommt das, wenn man so viele Bücher liest und, ja, ich will nicht sagen liest, aber eher überfliegt, so wie ich das tue. Leider fehlt mir hinten und vorn die Zeit, um wirklich in diese Tiefe reinzugehen. Insofern, Jörg, vielen Dank nochmal für diesen Fund. Wobei du ja gesagt hast, Bolschewismus, ne, großer Feind der Romkirche. Ich muss mal ganz kurz eine Ergänzung machen. Ich sage mal nicht der große Feind, sondern ich sage einfach mal der geliebte Feind der Romkirche. Warum sage ich geliebter Feind? Weil um diese sogenannte neue, wir wissen ja, das ist ja die alte Weltordnung, also die unter Karl dem Großen zum Beispiel schon fast ausgereift war, um die sozusagen neu erstehen zu lassen, braucht dieses System einen Spannungspunkt. Und nur mit diesem Spannungspunkt kann sich dieses System auch weiterentwickeln, ne? Das funktioniert wunderbar nach der hegelschen Dialektik mit These, Antithese und dann mit der sogenannten Synthese. Und mir ist jetzt in den letzten Tagen beim Studium von einigen Skripten und Büchern, die ich zum Teil auch eingescannt habe, aufgefallen, dass dieser sogenannte Bolschewismus oder meinetwegen auch Marxismus oder auch Leninismus genannt, quasi das Streitthema schlechthin gewesen ist. Natürlich im Moment jetzt nicht mehr. Das Thema hat sich ja dann durch die sogenannte Wiedervereinigung und diesen sogenannten Machtverlust und diese Änderung da in den 90er Jahren verändert. Aber ihr wisst ja, dass man dort die Objekte einfach austauschen kann. Und wenn man halt ein System nicht mehr braucht, dann nimmt man halt dann den nächsten. Und das kann eben unter Umständen auch ein Präsident des Landes sein. Das spielt keine Rolle. Aber mir ist aufgefallen, und deswegen auch heute diese Lesung, dass dieses ganze System, wie gesagt, einen Feind braucht, um zu funktionieren, um diese Agenda voranzutreiben. Und dieser Feind war eine ganz, 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 ganz lange Zeit lang, also mit der Oktoberrevolution beginnend bis in die Zeiten des Kalten Krieges eben der Bolschewismus, der sogenannte Bolschewismus. Und mir ist durch ein paar Skripte, die ich auch heute habe vorliegen, ob wir das alles besprechen können. Ich gebe im Prinzip jetzt gar keine Prognose mehr ab, weil ich gemerkt habe, dass das einfach vom Inhalt so viel ist, dass wir einfach dann stoppen, wenn die Zeit um ist. Und deswegen ist das alles okay, dann machen wir das halt dann das nächste Mal. Ne? Aber dieser Bolschewismus ist wirklich ein zentraler Punkt gewesen in der Rhetorik, in der Agenda von Rom. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Bolschewismus, so wie er dargestellt wurde, gerade von römischer Seite, dargestellt wurde von, ja, wir müssen sagen, von vor 50, 60, 70 Jahren. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Bücher, die wir jetzt hier zur Verfügung haben, ja auch schon alt sind. Ne? Und wenn jetzt unser Gesellschaftssystem, diese sogenannte Demokratie, diesen Argumenten gegenüberhält, dann hat mich das, gelinde gesagt, wirklich vom Hocker gehauen. Weil, ich fasse es jetzt schon mal vorab zusammen, viele Dinge, die sozusagen von der Romkirche kritisiert wurden, an dem System des Bolschewismus, meinetwegen auch sicherlich auch gut argumentiert, sich tatsächlich jetzt wiederfinden, und zwar in unserem Gesellschaftssystem der Demokratie, der sogenannten. Ja, darf ich da mal kurz was einwerfen? Ja, gerne. Papst Benedikt XVI. Hat ja damals eine Enzyklika geschrieben, das hieß Caritas in Veritate. Und wer Caritas in Veritate kennt, und ich hatte eigentlich schon seit Jahren vor, das mal in Deutsch hier zu lesen, damals noch mit Viktor. Wir haben uns dann auseinandergelebt, geistlich. Deswegen ist es da nie von gekommen. Ich glaube, was viele Leute oftmals nicht berücksichtigen bei dieser ganzen Diskussion, die du jetzt auch anführst mit dem Bolschewismus, ob man das jetzt Leninismus nennt, ob man das jetzt Marxismus nennt oder ob man das Stalinismus nennt. Stalinismus ist dann natürlich noch ein wenig mehr mit der Verfolgung dabei. Da sprechen die Leute nicht so gerne von. Aber das ist eigentlich nur Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus. Ich glaube, darüber sind wir uns einig, ja? Und der Gegenspieler des Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus ist der Nationalsozialismus. Das, was wir halt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hier in Deutschland hatten. Und wir haben ja deutlich festgestellt, dass Deutschland den Nationalsozialismus niemals aufgegeben hat, sondern ihm nur nach 1945 eine andere Maske aufgesetzt hat. Und unter Globke und Adenauer und all den anderen, wie wir wissen, bis heute bei Scholz durchgeführt, ist das im Grunde nichts weiter als eine Weiterführung des Nationalsozialismus. Nun, die großen Pläne des Papstes, unter anderem nachzulesen in Caritas und Veritate, sind ja, um diese Nationen abzuschaffen. Und wenn man aus Nationalsozialismus das Nationale abschafft, was bleibt dann über? Sozialismus. Und Sozialismus ist die Vorstufe zu dem Kommunismus. Und wenn wir uns dann mal eben Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum anschauen, mit der Aussage, in 2030 werdet ihr nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein, was ist denn das anders als Kommunismus? Wer heute wirklich noch glaubt, mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs damit verbunden 1989 bis 1991, ist der Kommunismus untergegangen. Der hat überhaupt nicht begriffen, was seitdem überhaupt passiert. Seitdem wird der Kommunismus überall eingeführt, nur er trägt einen anderen Namen. Genauso wie der Nationalsozialismus in Deutschland heute einen anderen Namen trägt, aber genauso fortgeführt wird wie 1945. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem kleinen Beitrag ein wenig geholfen, Gerald. Vielen, vielen Dank. Vor allem der Punkt, den du jetzt gemacht hast, dass der Nationalsozialismus sozusagen auch ja, diesen Sozialismus schon im Namen trägt, natürlich. Und letztendlich dann dieser Kommunismus als Gegenspieler in dieser Zeit. Das wird in dem Buch Mythos Adenauer nochmal ganz genau ausgearbeitet. Und das ist ja genau das Buch, was ich ja schon erwähnt hatte in der letzten Lesung, was unglaublich interessant ist, um zu verstehen, warum wir jetzt mit diesem antinationalen, mit diesem gegennationalen Thema zu tun haben. Ne? Das wird alles nochmal richtig dargelegt. Insofern, Jörg, bleibt das auf jeden Fall noch drin in der Lesung und wird sich sicherlich nochmal wiederholen. Ne? Weil die Dinge, die hier wirklich angesprochen werden, die sind einfach zu wichtig, weil letztendlich die ganze Geschichte der Bundesrepublik, die ganze Geschichte des Nationalsozialismus, das hat alles ein großes Ziel. Und das Ziel hat sich nicht verändert. Es geht gegen Russland. Der Krieg gegen Russland. Ich sage das immer wieder. Das ist sicherlich eine bittere Pille für den einen oder anderen, der vielleicht denken mag, das geht vielleicht noch glimpflich aus. Ich sage euch eins, egal wie und wo und wann dieser Krieg wirklich geführt wird oder mit welchen Mitteln er geführt wird, es geht gegen Russland. Immer wieder. Das ist leider das Ergebnis von diesen ganzen Studien, die ich jetzt hier schon mal vorab als Punkt schon mal hier mit euch gerne mitteilen möchte. Es geht gar nicht gegen Russland an sich, es geht gegen die orthodoxe Kirche, die in Russland ihren Hauptsitz hat und in Griechenland ihren zweiten Hauptsitz hat. Nur Griechenland ist inzwischen in der EU bereits vereinnahmt und ist leichter ökumenisch. Und Russland ist noch nicht in der EU und nicht so ökumenisch. Wir dürfen uns nicht auf Länder festlegen. Wir müssen uns auf Glaubenssysteme festlegen. Und es geht hier um den satanischen römischen Katholizismus gegen alle anderen Religionen, ob sie jetzt biblisch sind oder unbiblisch sind. Aber es sind andere Religionen als römischer Katholizismus und dagegen geht Rom vor. Und wenn der sich im Augenblick in Russland hauptsächlich befindet, dann ist der Kreuzzug eben gegen Russland. Soweit meine 5 Cent dazu. Ja. Ja, ich meine bloß, der Punkt ist mit dem Russland, das ist einfach so, dass Russland eben nicht erst seit gestern der Gegner ist, sondern dieser Gegner, der hat sich ja schon rauskristallisiert, da war von Scholz und Co. noch nie die Rede. Ne? Das war halt genauso wie Hitler versucht hat, Russland zu, also Rom zu Russland Rom zu unterwerfen, so hat das eben, oder wird das eben jetzt wieder funktionieren. Das versucht, hat Napoleon auch versucht, das haben wir ja gerade in dem Buch gelesen, das war der große Vaterländische Krieg 1812. Russland gegen Frankreich und seine Alliierten. Das ist genau dasselbe. Es hat sich überhaupt nichts geändert in all den Jahren. Aber es geht halt nur, und das war mein Punkt, Gerald, womit ich dir helfen wollte. An der Oberfläche geht es gegen ein Land, Russland in diesem Fall. Aber es geht in Wirklichkeit gegen die Religion, die dieses Land vertritt und zulässt und lehrt. Ja. Und das ist Rom, und vor allem ein Dorn im Auge. Und die Macht nicht unumschränkt ausspielen kann, sagen wir mal so. Ne? Das ist dieser de Maistre war doch ein wunderbares Beispiel für jemanden, für einen Papisten. Ultramontan kam der da rein und hat in Russland diesen Ultramontanismus und Papismus gelehrt. Und wenn die Zaren auf den horchen, die Zaren sind immer wieder hin und her gezogen zwischen Freimaurerei auf der einen Seite und Jesuitismus auf der anderen Seite. Und wenn sie durch die Freimaurerei bedrängt wurden, haben sie den Jesuitismus reingerufen und wenn die zu stark wurden, haben sie die Freimaurerei reingerufen. Und sie haben nie begriffen, dass beide Seiten von derselben Hand gesteuert werden. Bis heute nicht. Wenn jetzt heutzutage der Nationalstaat immer so zurückgedrängt wird und alles Nationale so ein bisschen bäh ist, zumindest im Westen, dann ist es aber wahrscheinlich noch so, dass, wie ihr gesagt habt, dass das noch irgendwie in Deutschland noch der alte Nationalsozialismus eine Rolle spielt im Hintergrund. Dieser wird dann vielleicht noch gebraucht, um halt Land gegen Land kämpfen zu lassen, die Leute gegeneinander aufwiegeln zu lassen, halt sprich jetzt gegen Osten wieder zu marschieren, vordergründig gegen das Land Russland, hintergründig hinter deren abgespaltenen Religion. Wenn denn nun dieses Ziel erreicht worden sein sollte, dann kann man dann wahrscheinlich komplett das Nationale fallen lassen. Und dann lassen wir nur den Sozialismus über. Dann hat man nur den Sozialismus, nur den Globalismus und damit, wenn sie noch was weiteres erreichen wollen, dann bleiben eigentlich nur noch irgendwelche Feinde, ich will ja jetzt nicht sagen, irgendwelche fiktiven Außerirdischen, aber zum Beispiel der Klimawandel, der bleibt und ja dem außerirdische noch. Klimawandel, Viren, nimm mal an, was immer sie da nehmen wollen. Ja, das bleibt danach dann noch über. Und damit fangen sie jetzt schon mal leicht an, um uns darauf vorzubereiten, dass das in der Zukunft kommt. Habt ihr heute nochmal das mit dem... wie hieß es nochmal, Laudate Deum vom Papst geschickt, wo er dann wo es dann in diese Richtung geht. Ich zitiere hier das auf Englisch. It is no longer possible to doubt the human anthropic origin of climate change. irgendwie in dem Sinne denke ich mir, dass es dann nicht möglich ist, das nicht anzunehmen bzw. nicht zu propagieren. Also hat man dann halt, wenn man jetzt sagt, es gibt keinen anthropogenen Klimawandel, dann ist man halt dann Ketzer, der neue Ketzer. Also diese neue Enzyklika da, ne, die du jetzt gerade ansprichst, die habe ich ganz bewusst außen vor gelassen, weil das ist für mich eigentlich eine offene Kriegserklärung gegen alle geistig unabhängigen Menschen, das mal auf den Punkt zu bringen. Das ist, was dort drin steht, das ist also auch in der Schärfe geschrieben, wie man es selten liest. Und auch wirklich ohne Kompromisse. Ne? Also das wird definitiv auch noch in die Lesung kommen. Wir sind ja sowieso noch bei dem dazu Sie 2.0 hängen geblieben irgendwo. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Ne? Aber eine Anmerkung noch zu diesem ganzen Thema jetzt gerade. Wir haben zwar jetzt hier in Europa diesen Trend der Denationalisierung, ne, dass sozusagen alles einheitlich gemacht wird. Aber gleichzeitig erleben wir eben in den östlichen Ländern, gerade in der Ukraine und auch in Russland, eben genau das Gegenteil. Dort erwacht quasi der Nationalstolz, der Nationalismus zufälligerweise gerade jetzt zu neuem Leben. Wenn ihr euch das mal anschaut, das ist kein Zufall, ne, dass dort und gerade auch in der Ukraine ja, die Jugend so aufgehetzt wird. Ja, und da sind Nationalstolz, nationalistische Töne, wie es früher von der SS propagiert wurde, also ja, gang und gäbe. Ne? Ja, also aber auch natürlich, das, man gebraucht das ja auch. Man gebraucht ja auch diese Generation, die man sich dafür herangezogen hat, genau dafür. Aber das hat man auch damals in Deutschland auch gemacht. Und was war dann die Conclusio, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gezogen haben? Schaut, das Nationale ist gescheitert, das funktioniert nicht. Es geht nur, wenn wir die Nationen aufgeben und uns in einen Pott zusammentun. Und daraus ist erst die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geworden und dann die Europäische Union, wie wir es heute haben. Das ist dahin gegangen und der nationale Gedanke wird mehr und mehr abgeschafft. Hier in Europa, in der EU gibt es auch noch viele Länder, die auch noch dieses Nationaldenken haben. Man denke nur mal an Spanien, Baskenland und Katalonien zum Beispiel, wie die voneinander geschieden sind. Man denke nur mal in Belgien, die Flamen, wo ich lebe, und die Wallonen, die französischsprachigen im südlichen Teil des Landes, wie gespalten die sind. Und hier wollen einige Politiker schon seit vielen, vielen Jahren Flandern einen eigenständigen Staat machen, Belgien aufbrechen. Der Einzige, der das so mehr oder weniger zusammenhält, ist der König. Und das gibt sich ja in vielen anderen Ländern auch noch. Dieser nationale Gedanke flammt immer wieder auf und er wird in Europa, von Europa unterdrückt. Und das, was du jetzt sagst, dass es das im Osten gerade am entwickeln ist, hast du vollkommen recht. Nur hier im Westen Europas haben sie uns gezeigt, wo das hinführt. Zweiter Weltkrieg, die Folgen davon und so weiter und sagen, das ist gescheitert, wir haben jetzt das neue System und dieses neue System wird jetzt diesen aufflammenden Nationalismus im Osten Nation für Nation überbrechen. Im Augenblick sind wir in der Ukraine. Wir hatten bereits gesprochen, dass Georgien auch noch dran ist. Wir wissen von Kasachstan, Usbekistan und all diesen anderen Ländern, dass da Pläne sind von der Konrad Adenauer und allen möglichen anderen Stiftungen, dass die bereits im Untergrund am Arbeiten sind, um da auch dafür zu sorgen. Und schlussendlich, wenn die Ukraine fällt, ist das der erste Nationalstaat, der in der Richtung fällt. Nur Ukraine fällt nicht, bis sie nicht in Russland erreicht haben, was sie vom Papst ja erreichen sollen. Entschuldigung, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu weit auseinandergehe, aber das ist mein Verständnis dafür. Das Nationale muss da raus. Das hat im zukünftigen Eine-Welt-Denken des Papsttums keine Überlebenschance. Da geht es nur von, wir sind alle ein und dieselbe Suppe. Und deswegen hast du die ganze Immigration, die ganzen Flüchtlinge, diese Multikulti, das Abschaffen der nationalen Kultur und so weiter und so weiter. Das hängt alles damit zusammen. Aber es braucht seine Zeit der Entwicklung. Man hat es ja auch geschafft, das Wort national ja wirklich in diesem absolut negativen Kontext, ne, zu nur noch zu sehen. Ne? Das ist genau doch, warum wird dann heute die AfD so gemieden? Es ist eine Alternative für Deutschland. Das ist national. Das wird geächtet. Ja. Und dann wird es kaputt gemacht. Nach dem Programm wird im Grunde gar nicht geguckt. Weil wenn die Leute nach dem Programm gucken würden, dann würden sie ja feststellen, die AfD ist auch nicht anders als die CDU. Ja, genau. Das ist das, was die CDU früher war. In den 90er Jahren ist die AfD jetzt. Wobei das, wie gesagt, auch alles gesteuerte Opposition ist, ganz klar. Aber man dreht und wendet das Ganze und letztendlich hat man über das Ratio Studiorum und über die ganze Kontrolle des Bildungswesens eben ja die Jugend voll in der Hand. Ne? Und die Jugend, die vor 20 Jahren eben in die Schule gegangen ist, die sitzen jetzt in Amt und Würden und die tragen sozusagen diesen Geist weiter. Ne? Und ich weiß bloß, bei uns war in Dresden das erste große Gymnasium, was wirklich nach der Wende aufgerichtet wurde, das war ein Jesuitengymnasium. Ne? Ich muss, das, Entschuldigung. Das erste. Und da, St. Benno-Gymnasium, da hast du gedacht, Mensch, da musst du hin, weil das war neu, das war wirklich mit allen Schnickschnack ausgestattet. Ne? Da wolltest du hin, ja? Kein Mensch hat darüber nachgedacht, was das für ein Typ ist, ja? Der Loyola. Kein Mensch wusste, was Jesuiten sind. Und ich würde auch wetten, dass jetzt die Absolventen und Studenten dort in diesem Gymnasium keine Ahnung von dem echten Jesuitismus haben. Ne? Nein. Ja. Darf ich noch mal kurz? Ja. Bitte lass mich. Ich kann's nicht ändern. Ja, dein Skript geht den Bach runter. Ich kann's nicht helfen. Schau, du hast jetzt gerade etwas angesprochen und ich habe es vor 2 Wochen schon mal gesucht und in diesem blöden Buch einfach nicht gefunden. Jetzt mache ich die Seite auf und zack, da ist es. Seite 142, bitte schau, der erste volle Absatz. Allerdings, bei der Kindheit muss man beginnen. Der Philosoph Arthur Schopenhauer sagte schon, Zitat, wenn nämlich dem Menschen in früher Kindheit gewisse Grundansichten und Lehren mit ungewohnter Feierlichkeit und mit der Miene des höchsten, bis dahin von ihm noch nie gesehenen Ernstes wiederholt vorgetragen werden oder aber nur berührt wird, um darauf als den ersten Schritt zum ewigen Verderben hinzudeuten, da wird der Eindruck so tief ausfallen, dass in der Regel, und das heißt in fast allen Fällen, der Mensch beinahe so unfähig sein wird, an jenen Lehren wie an seiner eigenen Existenz zu zweifeln. Das wussten die Jesuiten auch. Und darum lag ihnen so viel daran, die vom Zaren autorisierten Erzieher der russischen Jugend zu werden. Nur so war es möglich, die Russen später im Sinne der Jesuiten und für die Ziele der Jesuiten einsetzen zu können. Schopenhauer meinte indessen, wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sein wird, um den Kindern vor dem 15. Jahre keinen Religionsunterricht zu erteilen, dann wird etwas von ihr zu hoffen sein. Aber, so sagt Shakespeare, ehrlich sein heißt, ein Auserwählter unter Zehntausenden zu sein. Und was natürlich mit der Aussage von Schopenhauer falsch ist, wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sein wird, um den Kindern vor dem 15. Jahre keinen Religionsunterricht zu erteilen, ist natürlich vollkommen falsch, aber kann man aus der Sicht von Schopenhauer verstehen, der natürlich keine Ahnung von der wahren Bibel hat und natürlich würde er, wenn er die Bibel kennen würde und an Gott glauben würde, ganz klar sagen, wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sein wird, um allen Kindern vor dem 15. Lebensjahre Bibelunterricht zu erteilen, dann wird etwas von ihr zu hoffen sein. So müsste man den Satz eigentlich lesen. Entschuldigung, ja, mit deinem Ratio Studiorum musste ich da jetzt eben drauf einhacken. Ne? Ja, das passt ja wunderbar, wie die berühmte Faust aufs Auge. Ne? Aber so ist das halt. Ne? Und man bedient sich einfach dieser Naivität und dieser absoluten Ahnungslosigkeit. Ne? Und da sind die Eltern genauso mit drin. Ja? Wer weiß denn das schon, ja? Wo die Kinder da hingehen? Ja, und wenn man dort auf die Seite geht, da prangt halt das Konterfei von dem Loyola und man denkt sich, ja Mensch, ne, schön, ne, althergebrachtes Gymnasium mit Tradition, ja, und kein Mensch weiß, mit was es da tatsächlich zu tun hat, ne. Und deswegen ist das halt so wichtig, dass wir hier auch diese Lesung machen, ne, weil die Aufklärung, die kommt nicht von alleine, die kommt auch nicht von der Schule. Die kommt weder von der Tageszeitung noch von der Tagesschau noch von sonst irgendwann. Die kommt eigentlich, ich sage es jetzt mal aus meiner persönlichen Warte, einfach vom Selbststudium. Ne? Deswegen auch, wie du das gesagt hast, vertraut nie uns, nehmt selber die Sachen in die Hand und versucht dort selber die Dinge zu erforschen. Das ist immer noch der beste Weg, um auch wirklich zu einer richtigen Erkenntnis zu kommen. Ne? Denn was wir machen, ist ja auch nur, dass wir einfach bestimmte Schnipsel greifen und versuchen, aus diesen Schnipseln dann ein Bild zu machen. Ne? So, aber ich sage euch, wie es ist, das mit der Literatur, das mit dem ganzen Wissen, was niedergeschrieben ist, das wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, wirklich an Material zu kommen, so wie jetzt hier von dem Walter Löde, was ihr jetzt gerade hier vor euch gesehen habt, wo einfach nochmal diese Dinge aus dem religiösen Kontext in die Politik gezogen werden. Ihr findet nichts dergleichen. Was man nur noch findet, ist eine vollkommene Verdrehung von Tatsachen. Ihr findet eine vollkommene Falschdarstellung, also auch Geschichte, wie sie wirklich niemals passiert ist. Ja, das wird dann einfach behauptet, ne? Und das wird dann wieder abgeschrieben und der Nächste übernimmt das und so schleicht sich sozusagen dann über Generation zu Generation dann immer mehr der Fehler ein und keiner weiß tatsächlich mehr, wie die wahre Geschichte wirklich abgelaufen ist. Ja, und das sage ich immer wieder. Bei meinen Recherchen, mir fällt es auf, das ist kein Zufall, dass wirklich Literatur, die kritisch gegenüber dem römischen Katholizismus ist, die diese Dinge offenlegt, diese Sachen werden nicht vervielfältigt, die werden auch nicht digitalisiert. Ich hatte jetzt auch gerade wieder so ein Problem mit 2 Schriften, die ich unbedingt haben wollte, und ich bin wirklich gescheitert, weil es gibt sie nicht. Und wenn sie gibt, dann kommt irgendwie so eine Sache mit Urheberrecht, wo du dann auch wieder nichts machen kannst, ja. Also müsstest du theoretisch dich ins Auto setzen oder in den Zug oder wie auch immer und müsstest dann tatsächlich da quer durch Deutschland fahren und da irgendwo in diese Bibliotheken zu kommen, um da noch 1, 2 von diesen Exemplaren zu sichern. Ja, aber das ist eben immer nur einseitig, wenn es gegen Romkirche, ja, gegen dieses Kastensystem geht, dann hast du das immer wieder, und das ist auch schon ältere Literatur, die das betrifft, und wir kriegen immer mehr die Schwierigkeit, dass dieses Wissen um diese echte Geschichte immer mehr nach hinten kippt, und wenn das so weitergeht, dann in 50 Jahren weiß keiner mehr, was wirklich wie zusammenhängt und was Religion tatsächlich für eine Auswirkung hat auf die Politik. Das kann dann kein Mensch mehr abschätzen, weil er einfach nichts mehr hat, mit dem er das vergleichen kann. Und dann ist man abhängig von den Sachen, die man da täglich wirklich da um die Ohren gehauen bekommt. So à la Qualitätsmedien, Hust, ja, Anführungszeichen. Ja. So. Okay, ich möchte dir jetzt unter die Arme greifen und möchte dies beenden, dass wir endlich mit der Sendung, mit der wirklichen Sendung anfangen können. Und ich werde das tun, mit den Worten von Jesus Christus hier zu zitieren. Und der sagt genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, nur mit anderen Worten. Jesus Christus hat die Frage gestellt: Wenn ich wiederkommen werde, werde ich Glauben in dieser Welt finden? Und wenn wir uns jetzt nochmal eingedenken in die Worte, die Gerald gerade eben die letzten 2 Minuten gesprochen hat, dann werden wir die Tragweite dieser Frage von Jesus Christus verstehen können, nicht wahr? Ja, ja, vielen Dank. Ja, es ist, ich weiß auch nicht, man ist immer so hin und her gerissen. Also mir geht das jetzt immer öfter so, dass ich immer denke, Mensch, wie will das doch, wie will man das als kleiner Mensch dort wirklich, man rennt dort gegen ein Riesensystem an. Ne? Du brauchst nur die Bibel im Endeffekt, ja, Gerald. Ja, du brauchst nur die Bibel. Ja. Und wenn, dann musst du sein wie die Beröer. Als Paulus mit Barnabas nach Beröa kam, hat er festgestellt, dass die Juden in Beröa bessere Juden waren als die in Thessalonik, weil sie alles täglich an der Bibel gemessen haben. Ja. 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 Gab es da nicht so ein Hit, wie man das genannt wird, in deutscher Sprache? Nur eben mal schnell die Welt retten oder so. So und so viel Mails checken und die Welt retten. Ja, die Welt ist nicht zu retten. Man kann sich retten, man kann versuchen, seinen Nächsten mitzunehmen, also Anstöße zu geben. Diese Welt, dieses Konstrukt, das hier gefallen ist, ist nicht zu retten. Da musst du dich aber mal mit der Romkirche unterhalten. Die sieht das ganz anders. Die will ja den himmlischen Frieden auf Erden, den gerechten Frieden auf Erden schaffen. Das geht natürlich nicht und ist vollkommen ausgeschlossen, ne? Weil Marius hat natürlich vollkommen recht, weil diese Welt ist abgefallen und die ist tatsächlich in dem Sinne, in dem biblischen Sinne tatsächlich nicht zu retten. Aber wie gesagt, wir haben es ja hier mit der Romkirche zu tun und die will natürlich das retten, was nicht zu retten ist. Natürlich, ne, mit dem Hintergedanken der absoluten Macht und Kontrolle. Egal. So, wir fangen jetzt an mit dem Skript. Lesung 72. Ja, und ich hatte schon eingangs gesagt, wir haben ja ein bisschen was mit Qualitätsmedien ja auch zu tun. Das Qualitätsmedien bitte jetzt mit Anführungszeichen versehen, weil mittlerweile ist für mich ja nichts mehr mit Qualität versehen, was ich nicht selber nachprüfen kann. Und das sind die wenigsten Sachen. Gerade bleibt nur der Anfang, Qual. Ja, genau. Geht weg. So, und wir hatten uns das letzte Mal mit diesem Taurus da beschäftigt. Das war so ungefähr, war das 2 Wochen, sozusagen, wenn ihr das dann hört, vorher. Jetzt haben wir hier den 6.10. am Tag der Aufnahme. Und insofern gibt es jetzt mal auch ein paar News, ja, von uns, wobei ja News gar nicht gehen, ne? Ja, das ist vollkommen richtig. Mit News lenkt man bloß ab. Aber tatsächlich ist so, ich mache das jetzt hier mal kurz, dass dieser Herr Scholz jetzt erstmal von dieser ganzen Taurus-Geschichte abgesehen hat. Irgendwie hat er das der Bild-Zeitung erklärt. Er meinte wohl, dass das halt alles schwierig zu programmieren ist, der ganze Spaß, und eben ja Fehler entstehen können, und die Fehler wären eben dann nicht kalkulierbar. Insofern gebe ich Ihnen auch durchaus recht, weil wenn so eine Rakete dann nach Moskau fliegt als unkalkulierbarer Fehler, dann wäre das im Prinzip natürlich eine offene Kriegserklärung. Insofern richtig. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, habe ich auch das Gefühl, dass einfach die Öffentlichkeit noch nicht so weit ist, um einfach diese wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, High-End-Waffen, ja, ich will jetzt nicht sagen Wunderwaffen, ne, das Wort ist ja schon mal benutzt worden, ja, dazu einzuführen und zu verwenden. Insofern ist die Öffentlichkeit sicherlich noch nicht dabei, aber wir haben ja gelernt von dem General, von diesem Christian Freuding, ne, dass der Krieg ja noch oder schon jetzt bis ins Jahr 2032 durchfinanziert ist. Das heißt, finanziert natürlich mit Waffen und natürlich mit Kriegspropaganda, die in die Köpfe gehämmert werden wird. Insofern könnt ihr euch jetzt schon mal auf die nächsten 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre wirklich Kriegspropaganda einstellen. Und auch hier wird es dann natürlich denselben Effekt haben wie in der Ukraine, dass nämlich dann die Menschen sich eben verführen lassen, ja, von der Schlange durch diese falsche Lehre, durch diese List, und dann eben ja in den Abfall kommen und dann eben irgendwann sagen, ja, wir wollen jetzt den totalen Krieg und jetzt geht's aber los und jetzt, ne, nehmen wir alle Waffen, die wir haben. Ne? Ist nur eine Frage der Zeit. Mein kurzer Kommentar dazu. Der andere Punkt, was ich jetzt hier auch bei dieser ja, aktuellen Meldung von dem Merkur, ja, interessant fand, ist, dass gerade die CDU, die ja dieses C, das wissen wir ja, eigentlich müsste es ja ein K sein, ja, also für katholisch, ne, das C für christlich kann man ja in dieser Partei getrost wegstreichen, dass gerade diese Partei, ja, also die sozusagen noch irgendwie diese Anleihe an christlich da im Namen hat, am lautesten aufgeschrien hat und gesagt hat, doch, das kann doch gar nicht sein, wie kann denn dieser Kanzler, wie kann denn diese Ampelkoalition so eine Entscheidung treffen, und das ist ein Glaubwürdigkeitsverlust von fundamentaler Art. Ne? Dem haben sich noch angeschlossen unsere Frau Baerbock, dann der Habeck, beides von den Grünen, denen man das früher auch nicht zugetraut hätte. Ne? Früher waren die Grünen mal eine Antikriegspartei, als sie gegründet wurden. Mittlerweile hat sich das ja komplett in Olivgrün gedreht. Aber auch die FDP ist dabei, und selbst unsere SPD, die ja eigentlich mit Krieg immer so nichts wissen wollte, mit dem Herrn Pistorius heißt er ja, der auch losbrüllt als ja, Bundesverteidigungsminister und sagt, das geht gar nicht, das ist eine Fehlentscheidung, bla bla bla. Ja, also ihr seht hier, dass die Kriegstreiber hier natürlich auch ihre Rolle sofort übernehmen. Und ich sage euch eins, das ist alles nur Schauspiel. Das ist alles nur Theater. Die Entscheidungen stehen schon längst fest. Was man hier macht, ist nur den Leuten buchstäblich Sand in die Augen zu streuen. So nach dem Motto, naja, wir haben doch eine Demokratie und seht her, es gibt auch mal einen Disput und es gibt doch Meinungsverschiedenheit. Ja, nach außen, nach innen ist die Agenda schon längst gefallen. Und wer das nicht glaubt, der muss mal in die Skripte gehen, die wir hier vorliegen haben, aus den 50er und 60er Jahren, gerade als die Bundesrepublik gegründet wurde. Schon damals ging es los mit der Bundeswehr, ja, mit der Gründung der Bundeswehr, mit diesen ganzen EEG-Geschichten und, um einfach wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen, um eben genau dort weiterzumachen, wo ja, der Hitler aufgehört hat. Ne? Wer das nicht glaubt, wie gesagt, das ist eine ganz bittere Geschichte, die auch absolut nie beleuchtet wird. So, das ist, wie gesagt, Das Aktuelle, was ich jetzt hier zu der Taurus-Geschichte nochmal mit anmerken wollte. Und das können wir jetzt beiseite lassen. Und wir waren ja in der letzten Lesung ja über den sogenannten Rom-Frieden gestolpert, beziehungsweise den sogenannten gerechten Frieden, beziehungsweise über die Äußerung Opus Justitiae Pax, was so viel heißt wie die Gerechtigkeit schafft den Frieden. Also Gerechtigkeit und Frieden, diese Begriffe, die habt ihr jetzt immer häufiger zu hören. Ja, richtig, ihr müsst die euch anhören, weil ihr müsst dran glauben, was man euch dort erzählt. Nämlich, dass es da um Frieden geht und um Gerechtigkeit. Das muss man glauben. Ja, das kann man glauben, man muss es aber nicht. Wer diese Lesung hört, der weiß, nee, da gibt es was ganz anderes. Da gibt es eine Doppeldeutigkeit in den Worten und genauso geht es hier, dass wir hier natürlich gerade in den Äußerungen des Jesuitenpapstes in Bezug auf Russland immer wieder die Worte von Friede hören und von gerechter Friede. So, ihr wisst jetzt natürlich schon über die Geschichte und natürlich über der Tatsache, dass ein Jesuit immer mit Kasuistik und Sophistik vertraut ist und also niemals das sagt, was er denkt. Beziehungsweise nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Und selbst das könnte man ihm nicht nachweisen, dass also hier niemals von Frieden die Rede sein kann, nicht in dem biblischen Sinne, sondern es ist der sogenannte gerechte Friede. Und der gerechte Friede ist der Friede Roms. Und das nochmal hat nichts, überhaupt nichts mit Bibel, mit Christentum, mit einem bibelgläubigen Menschen zu tun, der für sich Friede findet, weil er das Wort Gottes hat und entsprechend für sich einfach merkt, dass er zur Ruhe kommt. Ja, so geht es ja mir im Prinzip, obwohl ich jetzt hier sicherlich total aufgeregt bin, ja, bei diesem ganzen Thema, aber mal Spaß beiseite. Letztendlich kann ich diese oder können wir diese Arbeit, da nehme ich natürlich alle mit ein, nur tun, weil wir diesen inneren Frieden schon längst haben, weil wir wissen, was wir tun und deswegen halten wir auch da dabei und freuen uns auch dieser wunderschönen Arbeit, die wir da haben. Denn, wie gesagt, es ist eine Freude, ne, diese Arbeit zu tun. Das ist eine echte Aufgabe, eine wahrhaftige Aufgabe. Und insofern ist das dieser Friede, das ist zumindest das, was ich so empfinde, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber dieser Friede, nochmal, hat nichts mit dem Frieden zu tun, den ihr lest, den ihr gesagt bekommt, wenn es um den Krieg mit der Ukraine geht. Nichts. Ja? Der Friede Roms, ich habe das ganz kurz mal. Jesus Christus hat es doch gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden dieser Welt, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Ja. Ja. Da ist ganz klar, dass da ein Unterschied sein muss, nicht wahr? Da muss, richtig, genau. Da muss der, und das ist vielleicht nur ein kleiner Satz, aber wer diesen Satz wirklich verstanden hat, auch selber vielleicht auch miterlebt, ja, weil ihr seid ja auch selber, denke ich, jetzt hier dabei und forscht selber nach, dann fühlt ihr das auch. Ne? Ihr wisst, was dieser Satz zu bedeuten hat, an euch selbst. Ne? Und deswegen ist dieser Friede Roms, über den hier gesprochen wird, das bedeutet nichts anderes als Krieg bis zur Unterwerfung des Landes, was sozusagen dann entsprechend hier in das Visier gekommen ist. Ne? Friede Roms bedeutet Krieg bis zur Unterwerfung. Und das natürlich ganz klar im religiösen Aspekt. Ja? Und wenn ich die Kirche kontrolliere, dann kontrolliere ich natürlich auch durch die Kirche den Staat. Und durch die Kirche und den Staat kontrolliere ich natürlich dann nicht nur die Politiker, die kontrolliere ich sowieso, ja? Weil das sind ganz bestimmte Leute, die da hingehen, die da Karriere machen, die sind leicht zu beeinflussen. Aber was eben noch viel schlimmer ist, dann mache ich Gesetze, dann mache ich meine Verordnungen und damit kontrolliere ich eben ja, die Bürger, die Menschen. Ne? Und deswegen geht der Jesuit niemals direkt zu den Menschen, sondern der kontrolliert immer die Fürsten, die Könige, weil nur über diesen Weg ja, macht es Sinn, die Kontrolle zu kriegen. Und deswegen, Jörg, geh mal bitte ins Skript noch mal ein Stück weiter. Habe ich ein schönes Bild gefunden. In dem Skript Lesung 72 noch mal ganz kurz. Friede durch Gerechtigkeit kannst du noch mal ganz kurz beiseite legen. Ja, geh noch mal ganz kurz runter. Fand ich ein sehr schönes Bild. Ja, kann man sich mal kurz mit angucken. Ja, genau das hier. Ne? Ist doch schön, oder Jörg? Marius? Könnt ihr das erkennen, ja. Ne? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ne? Ich weiß nicht, aber und wisst ihr, der Witz ist, dass dieses Bild, ich habe das jetzt wirklich rauskopiert aus einem Rundschreiben, einem bischöflichen Rundschreiben. Ich fand das total interessant, dass so ein Bild, was also überhaupt nicht zu dem Text gepasst hat, ja, dort so mit veröffentlicht wurde. Ne? Denn ihr seht ja hier eine Kirche, es ist ja eine Kirche und ihr wisst ja, es gibt ja im biblischen Christentum ja keine Kirchen aus Stein, gibt es ja nicht, das ist ja eine Erfindung aus Rom, ja, und dann seht ihr sozusagen hier diesen Kirchturm weggeklappt und da guckt tatsächlich sowas wie eine Rakete raus, ne? Und dann dahinter die Sonne, na, Sonnensymbol, ganz klar. Ich denke, es ist die Sonne, es könnte auch der Mond sein und dann eben, ne, 11:55, naja, gut, ne? Ist schon sehr originell und passt also überhaupt nicht zu dem Kontext, aber für unsere Lesung passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, denn ihr wisst ja, Rom kontrolliert die Armeen dieser Welt. Das ist auch nichts Neues, ihr wisst das, ihr könnt das selber recherchieren. Stichwort war, ne, was dann immer wichtig ist, der Mark Miley zum Beispiel als Kolumbusritter, ne, der ja beim Jesuitenpapst ein- und ausgeht, dann dieser Christian Freuding, der ja quasi in Deutschland die Rolle dieses Mark Miley übernommen hat. Und dann dieser, wie er so jetzt aus der letzten Lesung, dieser Markus Reisner, ne, der da in dieser österreichischen Garde da aktiv ist und auch direkt auf Tuchfühlung gegangen ist mit dem Jesuitenpapst und der zufälligerweise eben auch, ja, die Koryphäe ist, wenn es um Einschätzung von militärischen Kriegssituationen geht. Also insofern gibt es keine Zufälle, die sind alle zusammen, die kennen sich, die sind alle in derselben Zunft, wie wir das ja schon am Anfang der Lesung kennenlernen konnten. Ne? Sie kennen sich aus der Zunft, die sind alle miteinander in Verbindung. Und insofern fand ich das interessant, dass bei der letzten Lesung es ja darum ging, dass der Jesuitenpapst ja in dem Flugzeug, also nicht ex cathedra, ne, also widerlegbar theoretisch gesagt hat, dass man eben keine Spielchen mit der Ukraine machen soll. Es ging hier um Waffenlieferung. Mit anderen Worten hat er gesagt, wer anfängt mit Waffen zu liefern, der sollte bitte schön diese Waffen weiterliefern. So, das war ein Thema, was wir die letzte Lesung besprochen hatten. Die Äußerung selber hat er getätigt am 23.09. Ja, so, und jetzt von unserem Standpunkt aus gesehen, hier nur 7, 8, 9 Tage später gab es tatsächlich schon von den Königen der Welt, die der Papst ja kontrolliert, eine Reaktion, nämlich dahingehend, dass 27 Länder ihre Außenminister nach Kiew abbestellt haben. Alle 27 EU-Länder haben hier ihre Außenminister nach Kiew geschickt. So, und das, sage ich euch, so wie es ist kein Zufall. Das hängt zeitlich zusammen. Und insofern, vielleicht auch mal als Hinweis, könnt ihr durchaus mal diese Äußerungen, die da aus dem Vatikan kommen, durchaus ernst nehmen, weil wenn, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, der Chef spricht, dann springen die Angestellten relativ schnell im Kreis und machen das, was eben angesagt ist. Der Hirte ruft und die Schafe kommen. Sie erkennen nur nicht, dass es der verkehrte Hirte ist. Aber genau das wollte ich dazu sagen. Ja, gut. Okay, gut. Passt natürlich viel besser, ne? Genau. So, und natürlich hier auch nochmal, ganz mache ich jetzt mal schnell mit durch, ne, ist es natürlich so, dass das sowas noch, also gab es noch nie, ja, dass da so 27 Außenminister da irgendwo da sich getroffen haben. Und es geht natürlich bei diesem Treffen um was? Es geht um was? Naja, der Herr Borrell hat es gesagt. Das ist übrigens der EU-Außenbeauftragte, den gibt es auch noch. Ja. Der hat gesagt, es geht natürlich um die Finanzierung von Militärhilfen. Und natürlich auch, ne, dass man die natürlich jetzt längerfristig planen muss. Und natürlich auch Geld locker machen muss für Kampfjets und Raketen. Und hier hat er sich auch schon mal zu einer Äußerung hinreißen lassen. Er hat jetzt nicht 2032 gesagt, das hätte wahrscheinlich ein bisschen, hätten vielleicht die Wähler ein bisschen übel genommen, wobei ich glaube, den kannst du gar nicht so direkt wählen. Sondern er hat gesagt, so sei es das von 2024 bis Ende 2027, also in diesem Zeitraum ab nächsten Jahr, jährlich 5 Milliarden € zu mobilisieren sein für diesen Krieg in der Ukraine. Ne? So, Das ist das, was hier schon mal gesagt wird. Mit anderen Worten, das stimmt sowieso nicht. Das wird, wenn, dann nur noch viel mehr. Und soll euch auch bloß schon mal seelisch und moralisch ein bisschen abstumpfen, dass ihr euch einfach daran gewöhnt, dass ihr jetzt bitte mit euren Steuergeldern hier diesen Krieg zu bezahlen habt. Punkt, aus, Ende. Abstumpfen, einstimmen. Oder einstimmen. Es soll uns einstimmen darauf. Jo. Ja, okay, gut. Das ist natürlich auch gut. So, jetzt habe ich natürlich in meinem Fundus ein bisschen recherchiert, ne, zu diesem ganzen Thema Friede und Gerechtigkeit. Da bin ich auf eine Schriftreihe der Ackermann-Gemeinde, Heft 4, Jörg, jetzt kannst du das mal bitte einblenden, gekommen, was eine Veröffentlichung gemacht hat zu einer Jahrestagung der Ackermann-Gemeinde aus dem Jahr 1952. So, ja, Jörg, jetzt kannst du gleich mal ein Stück weiter runtergehen. Ihr seht, dass diese Ackermann-Gemeinde nicht irgendwas ist, was Kleines, sondern da ist sogar der apostolische Nuntius zugegen gewesen. Apostolische Nuntius, für die, die jetzt nicht so mit diesem Thema vertraut sind, ist aus dem Lateinischen übersetzt der päpstliche Bote, ne? Wie das ja auch der Pacelli gewesen ist in Deutschland eine Zeit lang. Bevor ich wollte gerade sagen, da habe ich lang und breit darüber erklärt, der Nuntius ist der höchste römisch-katholische Vertreter in diesem Land, also der Vertreter des Papstes hier in diesem Land. Ja. Ist es genau. Ne? Und der hatte sich dort auch in Stelldich eingegeben mit dieser sogenannten Ackermann-Gemeinde. So, ich sage jetzt mal so, wie es ist. Ich habe ein Skript gehabt, was noch viel länger ist. Ich habe das Skript gnadenlos gekürzt, weil ich das ganze Thema über diese Ackermann-Gemeinde komplett rausgenommen habe. Weil diese Ackermann-Gemeinde ist definitiv eine eigene Lesung wert. Die gibt es nämlich noch heute. Um was und wie und womit das alles zusammenhängt und warum das so hochaktuell ist und warum das auch genau die Romkirche als das ist, entlarvt, was sie ist, nämlich eine heidnische Religion. Ja, dazu müssen wir definitiv nochmal eine Lesung machen. Jörg, ich habe das jetzt komplett rausgenommen. Ich denke, eine Lesung oder eine eigene Serie? Ich sehe hier 50 Seiten und weißt du, inzwischen fange ich ein bisschen an, so zu verzweifeln an der Zeit, die ich habe. Ich habe gerade das Evangelium in Russland begonnen. Ich habe hier Kreml und Vatikan liegen, was mich immer noch in den Hintern beißt von lies mich. Die Renate ist gerade das andere tolle Buch am Übersetzen, was du in der Woche eingescannt hast, ja, mit dem wunderbaren Titel Die geheimen Konfessionen zu einem Priester und die Abartigkeit der Frühgeburt, der Vorgeburt, des vorgeburtlichen, der vorgeburtlichen Taufe, ja. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das muss man positiv sehen. Wann wollen wir das machen? Ja, ich sehe es positiv. Aber wann wollen wir das machen? Ach, keine Ahnung. Weißt du, der Punkt ist, diese Ackermann-Gemeinde, die gibt es schon so lange, das spielt keine Rolle. Wann wir das machen? Das wird einfach zur Heimat, da braucht man natürlich den Pontifex Maximus für, ne? Also fängt schon an. Oh Mann, ich sag dir. Naja, pass mal auf, jedenfalls. Kurz mal zu dem Heft. In dem Heft gibt es verschiedene abgefasste Vorträge von dieser Veranstaltung, ne, die da über mehrere Tage gelaufen ist. Und da gibt es auch ab Seite 40, ich habe das hier in dem Skript mit aufgeführt, einen Beitrag über die, ich sage es jetzt mal einfach, über die negativen Seiten des Marxismus, Leninismus, Bolschewismus. Also alles sozusagen mehr oder weniger eins. Kurz zusammengefasst, was an sich durchaus lesenswert ist. Ich werde es definitiv auch hochladen, wer sich dafür interessiert. Man kann das durchaus lesen. Aber was mir aufgefallen ist, dass diese Ähnlichkeit zu dem, wie wir es jetzt uns fühlen als kleine Personen dieses Staates, und dort, wie dieser Bolschewismus eben beschrieben wird, als das, was eben ja abschreckend sein soll und wie sich das angenähert hat, ja, das ist halt, denke ich mal, schon ein wichtiger Punkt. Wir hatten das ja heute schon angesprochen. Letztendlich ist es alles dieselbe Soße. Sie wird euch bloß anders verkauft, ja, und deswegen hier habe ich mal ein paar einzelne Auszüge mal aus diesem Heft mal rausgenommen, Jörg, und jetzt würde ich sagen, darf ich mal eine kleine Sache vorlesen, die mir gerade ins Auge fällt. Ich kenne das ja nicht. Jetzt fängst du hier so an. Ja, ich sehe hier unfehlbarer Fortschritt. Ja. Ja? Und dann lese ich hier, Zitat, Fortschritt ist eine Funktion der Bewegung. Das heißt, er ist in einem ständigen Wandel unterworfen. Das Ziel, das irdische Paradies, wo steht das in der Bibel, liegt zwar fest, aber der Weg dahin ist weit und heute noch versperrt durch den bösen Monopolkapitalismus. Da muss man taktische Umwege machen, das heißt, wohin der Fortschritt zu gehen hat, wie er sich zu verhalten hat, muss von oben bestimmt werden. Und ja, das wird von oben bestimmt, nämlich von den Politbüros und der höchsten Spitze von Stalin selbst. Und zwar bestimmt mit einem totalitären Unfehlbarkeitsanspruch. Ja, dann setze ich doch eben nur Stalin durch Papst und dann bin ich doch da, oder? Ja, ja. Jetzt mal an die Zuhörer, ja. Der Jörg wird das nämlich gleich nochmal vorlesen, weil es steht nämlich genau im Skript. Das Papsttum wirft Metastasen. Aber, genau. Ja. Oh, oh, oh. Ich habe das nicht vorher gelesen, ich wusste das nicht. Ne? Ja, du wirst das nochmal lesen. So. Es ist schon herrlich. Ja. Gibt da keine Zufälle. Ne? So. Okay, Jörg, willst du Anfang Massenorganisationen und Parteien? Lassen wir uns mal diese Worte mal ein bisschen auf der Zunge zu gehen. Okay. Und vielleicht findet man dann durchaus einen Parallelen jetzt zu unserer Situation. Vielleicht auch nicht. Massenorganisationen und Parteien. Also aus dem Buch Friede durch Gerechtigkeit. Schon dieses Beispiel zeigt, dass nicht nur Lohn und Stellung nach Leistung verteilt werden, sondern auch Rechte. Unter Leistung ist hier die fortschrittliche Gesinnung und Betätigung zu verstehen. Die Mindestleistung, die hier erwartet wird, ist die Zugehörigkeit zu wenigstens einer der Parteien oder zu einer der sogenannten demokratischen Massenorganisationen. Diese Massenorganisationen wie die FDJ, DFG, FDGB, Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, Kulturbund für demokratische Erneuerung, Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe und so weiter, sind zwar dem Namen nach überparteilich, in Wirklichkeit aber nur Zubringer für die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und werden von deren Funktionären geleitet. Auch die nicht-marxistischen Parteien wie die Christlich-Demokratische Union und die LDP, also die liberale Deutsche Partei, sind praktisch nichts anderes als ein Instrument in der Hand des SED-Politbüros. Wenn sie einmal eine abweichende Rolle spielen, dann ist das stets eine zugeteilte Rolle. Lasst euch diesen Satz doch bitte mal auf der Zunge zergehen. Wenn sie einmal eine abweichende Rolle spielen, dann ist das stets eine zugeteilte Rolle. Man nennt es auch kontrollierte Opposition. Wer keiner dieser Organisationen angehört, macht sich ohne weiteres der reaktionären Gesinnung verdächtig. Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Nach diesem Grundsatz werden die Menschen in die Organisationen gepresst und ein Austritt ist kaum möglich, wenn man nicht seine Stellung verlieren oder sich jeder wirtschaftlichen Chance berauben will. Denn über Neueinstellungen entscheidet die Betriebsgewerkschaftsleitung, die sich hütet, einen Bewerber einzustellen, der als nicht fortschrittlich gilt. Nebenbei bemerkt wird die Betriebsgewerkschaftsleitung BGL, die das Mitbestimmungsrecht in den Betrieben ausübt, nur von den betriebsangehörigen Gewerkschaftsmitgliedern gewählt und besteht auch nur aus Betriebsangehörigen. Der ostzonale FDGB, also Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, geht also nicht so weit wie der westdeutsche Gewerkschaftsbund, der bekanntlich das Recht fordert, betriebsfremde Gewerkschaftler zur Ausübung des Mitbestimmungsrechts ernennen zu dürfen. Aber auch an diesem Beispiel sehen Sie, dass das Mitbestimmungsrecht nicht jedem Belegschaftsmitglied, sondern nur dem gewerkschaftlich Organisierten zusteht, also an die fortschrittliche Leistung gebunden ist. Mhm. Im politischen Raum ist es ähnlich. Das allgemeine Wahlrecht ist zu einer bloßen Formalität, besser gesagt, zu einer Farce geworden. Wählerstimmen gelten nicht. Das war schon 1946 deutlich, als man damals die Parteizeitungen lizenzierte, wurden die Auflagen nicht nach dem Verhältnis der Wählerstimmen, sondern nach den Mitgliederzahlen der Parteien festgesetzt. So standen in Sachsen den 5 Zeitungen der SED mit einer Auflagenzahl von 5.000 bis 600.000 nur je eine Zeitung der CDU und LDP mit zusammen 35.000 Exemplaren gegenüber, obwohl nach dem Wahlergebnis das Verhältnis 50-50 hätte sein müssen. Das ist dann reale Demokratie, wie man so schön sagt, zum Unterschied von der formalen Demokratie des Westens. Kein Wunder, dass die Parlamente zu einem Scheindasein verurteilt waren und dass neben der parlamentarischen Demokratie sich die Volksdemokratie konstituierte in Form der sogenannten demokratischen Blockausschüsse. Es gab ja auch Blockwarte, ne? Ja. Diese setzen sich aus einer bestimmten Zahl der Parteien und Massenorganisationen zusammen, und da alle Beschlüsse einstimmig gefasst werden müssen, ist eine Oppositionsbildung nicht möglich, auch nicht vorgesehen, füge ich mal hinzu. Auch in der Volkskammer gibt es keine Opposition, denn in der Regierung sind nach dem Blocksystem alle Parteien vertreten. Für die nicht-marxistischen Parteien bedeutete deshalb auch die Errichtung der DDR eine entscheidende Wende. Während sie bis dahin als Sammlungsparteien ohne politische und staatsrechtliche Verantwortung noch eine gewisse Eigenständigkeit behaupten konnten, hörte das mit der Errichtung der DDR auf. Denn nun waren sie an die Politik der von der SED geführten Regierung gebunden und mussten diese auch draußen im Lande vertreten. Die neueste Entwicklung zeigt, dass sie inzwischen völlig auf die marxistisch-leninistische Linie geschwenkt sind. Aber kehren wir zurück zur fortschrittlichen Gesinnung. Ja. Es ist nämlich gar nicht leicht, immer die richtige fortschrittliche Gesinnung zu haben und zu bestätigen. Fortschritt ist nur eine Funktion der Bewegung. Das heißt, er ist in seinem selbstständigen Wandel, unterworfen. Das Ziel, das irdische Paradies, liegt zwar fest, aber der Weg dahin ist weit und steinig und heute noch versperrt durch den bösen Monopolkapitalismus. Da muss man taktische Umwege machen, dahin, wohin der Fortschritt zu gehen hat, wie er sich zu verhalten hat. Das muss von oben bestimmt werden, und es wird von oben bestimmt, nämlich von den Politbüros und von der höchsten Spitze, von Stalin selbst, und zwar bestimmt mit dem totalitären Unfehlbarkeitsanspruch des Antichristen dieser Welt. Dieser Unfehlbarkeitsanspruch ist das Kernstück der bolschewistischen Tyrannei. Er ist auch das Kernstück des römischen Katholizismus. Denn er formuliert ja nicht ein für alle Mal feste Begriffe, sondern ordnet alle Begriffe und Normen den taktischen Notwendigkeiten unter. Was dem Fortschritt dient, das ist das Gute, das Wahre, das Rechte und das Schöne. Und weil der Fortschritt sich wandelt, kann morgen schlecht sein, was gestern noch gut war. Kann morgen Lüge sein, was gestern Wahrheit war. Und kann morgen Unrecht sein, was gestern noch recht war. Alle Begriffe werden dialektisch auf das Endziel bezogen und verlieren damit ihren ursprünglichen Eigenwert. All die viel strapazitierten Propagandaworte wie Weltfrieden, Demokratie, deutsche Einheit, denkt mal an den 3. Oktober, sind nur leere Hüllen, die ihren begrifflichen Inhalt von dem Endziel her erhalten, dem Sozialismus. Sie sind rein taktisch bestimmt als Täuschungsmanöver für die westliche Welt, gewissermaßen als trojanische Pferde, deren Inneren bei passender Gelegenheit die Kämpfer für Einheit und Frieden als Soldaten des sozialistischen Bürger- und Befreiungskrieges entsteigen sollen. Genug gelesen oder weiter noch? Du kannst gerne noch weiterlesen. Ich weiß gar nicht, liest du jetzt im Skript oder liest du jetzt im Heft? Ich lese in dem Buch hier, ne? Ah, das ist, ich lese jetzt hier im Heft mit. Habe ich mir gedacht, Mensch, das hast du aber gut kopiert. Ich teile doch meinen Schirm. Du solltest ja sehen, dass ich hier das Buch aufhabe. Okay. Deswegen weiß ich ja nicht, wie lange ich weiterlesen soll. Du kannst ruhig jetzt nochmal ins Skript gehen, weil da ist jetzt noch, ich habe das ja immer so ein bisschen noch rausgezogen. Ich meine, ich will dich ja in deinem Redefluss hier nicht und Lesefluss hier nicht unterbrechen, ne? Aber genau, das hast du gelesen. Es gibt unter diesen Umständen auch keine festen Moralbegriffe mehr. Die bolschewistische Moral lässt sich in das eine Wort zusammenfassen. Der Zweck heiligt jedes, aber auch jedes Mittel. Ob das Lüge ist? Man denke an die Märchen vom Abwurf der Kartoffelkäfer und vom Bakterienkrieg in Korea. Das alles ist moralisch einwandfrei, wenn es nur dem Fortschritt dient. Ich füge die Atombombe hier zu. Ja. Auch die moralischen oder unmoralischen Qualitäten der Menschen sind belanglos. Ja, der Kommunismus liebt es, gerade bei den nicht-marxistischen Parteien, lese nicht systemtreue Parteien, also damals nicht marxistisch, heute nicht demokratisch, charakterlose, korrupte und moralisch verderbte Menschen in die Führung zu bringen. Denn diese sind als Ehrgeizlinge oder aus Sorge um ihr Wohlleben am gefügigsten, und braucht man sie nicht mehr, kann man sich ihrer leicht mit einem Schuss moralischer Entrüstung entledigen. Oder 3 Schüssen aus einem geheimen Gewehr, wo es dann magische Kugeln draus gibt, oder solche Leute wie Trump einsetzen. Ich glaube, ihr seht doch, wenn ich das hier vorlese, die angesprochenen Politiker direkt vor euch, oder? Ja. Oder wie in einer Anmerkung hier von Gerald geschrieben, wie die nach außen nicht systemtreue AfD in Zeiten der Demokratie. Also nach außen, nicht nach innen. Ne? Nach innen ist das natürlich alles eine Soße. Ne? Ja, und dann kannst du gerne noch mal eine Anmerkung vorhalten. Der Zweck heiligt jedes, aber auch jedes Mittel, ob das Lüge ist und totalitärer Unfehlbarkeitsanspruch. Wer hat denn den Unfehlbarkeitsanspruch? Wer urteilt denn heute noch unfehlbar? Es ist der Jesuitenpapst in Rom. Totalitärer Unfehlbarkeitsanspruch bedeutet, wer anderer Meinung ist als der gesellschaftlich akzeptierten Meinung, der wird moralisch entwertet, in der Öffentlichkeit angeprangert und beruflich und sonst abgewertet. Es wird nur eine Meinung geduldet. Hat man eine andere Ansicht, dann wird man schnell als Nazi, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Aluhut abgestempelt. Insofern haben sich die Gesellschaftssysteme über die Jahre immer mehr angeglichen. Das heißt, sie sind in Synthese gegangen. Und noch ein weiterer Text im Heft, wenn du möchtest, dass ich das weiter vorlese. Das können wir noch machen, na klar. Nächste kleine Skripte. Ja. Vergewaltigung des Rechts. Die Gerichtsverhandlungen sind insbesondere bei politischen und Wirtschaftsvergehen eine glatte Farce. Denn das Urteil steht schon vor der Verhandlung fest. Worte der Kirche haben Gewicht. Es pflegt zwar nicht immer so zu sein, dass die Menschen, an die sie gerichtet sind, dies sogleich erkennen und anerkennen. Das geschieht denn zu ihrem eigenen Schaden, wie die Geschichte gerade der letzten Jahrzehnte nur allzu oft gelehrt hat. Die Kirche wird aber darum in ihrer treuen Fürsorge um die ihr Anvertrauten nicht müde. Und die Ackermann-Gemeinde lässt keine Gelegenheit ungenutzt, das Wort der Kirche an das breite Volk zu vermitteln. Friede durch Gerechtigkeit, der Wahlspruch Antichrist Papst Pius XII. Ist ein solches Wort, das in unserer Zeit ein gewaltiges Gewicht hat. Der Wahlspruch des zwischen Anführungszeichen Heiligen Vaters, Zitat, Opus Justitiae Pax, die Gerechtigkeit schafft den Frieden, habt ihr als Leitmotiv über diese Tagung gestellt. Dieses heilige, vom Unheiligen Geist eingegebene Schriftwort ist von höchster Bedeutung für unsere von Ungerechtigkeiten geschlagenen Zeiten. Gerechtigkeit ist der Stein des Aufbaus einer richtigen und starken sozialen Ordnung. Ohne Gerechtigkeit werden die Grundrechte der Menschen erschüttert. Menschenleben, Hof und Heim sind nicht mehr sicher. Unmenschliche Gewalttaten werden verübt, über die sich die moderne Welt mit ihrem Prahlen, ob der Fortschritte des Humanismus bis tief in den Boden hinein schämen müsste. Durch diese Verachtung der unabdingbaren Naturrechte des Menschen ist unser Zeitalter als das des heimatlosen, entrechteten Menschen gebrandmarkt worden. Welch eine Schande für die Zivilisation unseres Jahrhunderts! Angesichts dieser furchtbaren Geschehnisse erkennen wir es mit Dank an, dass Staatsmänner in verantwortungsvollem Pflichtbewusstsein, ich muss mich jetzt fast übergeben, und in aufreibender Arbeit alles einsetzen, um wieder den Grund für eine felsenfeste Rechtsordnung zu legen. Aber es ist jedem von uns klar, dass dieses Bemühen erfolglos bleiben wird, wenn auch wir nicht aus allen Kräften mitarbeiten, eine Atmosphäre zu schaffen, in der allein die Gerechtigkeit leben kann. Mit anderen Worten, Wir alle tragen die hohe Verantwortung in unserer Umwelt, und da kommt die Klima- und Milieuagenda rein, in unseren Familien, an unserer Arbeitsstätte, im nachbarlichen Zusammenleben, im Privatleben sowie im politischen Raum. Wir alle tragen die hohe Verantwortung der Gerechtigkeit, den ihr von Gott bestimmten Platz zu verschaffen. Wir erzählen euch nur nicht, welchen Gott wir meinen. Wir Katholiken lassen uns nicht in den Sakristeiraum einsperren. Wir fühlen uns auch verantwortlich für die Dinge des öffentlichen Lebens. Wir sind die Letzten, die behaupten, es wäre in der Bundesrepublik Deutschland alles in Ordnung. Aber wir müssen uns doch fragen, wer hinter jenen steht, die da verkünden, es sei gar nichts geschehen. Die Kirche habe versagt, die Parteien seien allesamt korrupt, die Regierung tue nichts. Ich kann ja nicht den Fuchs zum Hüter des Hennenhauses machen, ne? Wir müssen Anteil nehmen am Wiederaufstieg des deutschen Staatswesens. Die Bundesrepublik Deutschland bietet uns nicht nur die Basis für die Existenz und den Wiederaufstieg, sondern sie ist auch der berufenste Anwalt in der Frage um die Wiedergewinnung der Heimat. Diese setzt aber die Überwindung des Nationalismus voraus. Hatten wir das nicht vor einer halben Stunde schon mal diskutiert? Der Kreis schließt sich. Ein neues Europa fordert die Verständigung der Völker in Mitteleuropa. Unser Volk ist ohne äußeren Schutz gegenüber der ungeheuren Machtkonzentration des Ostens. Es gilt, bei Einheimischen und Vertriebenen eine Abwehrfront lebendigen Glaubens zu schaffen. Es gilt, durch Überwindung des Nationalismus mit den Völkern West- und Mitteleuropas ein kraftvolles Bollwerk zu schaffen, ein neues Europa, an dem der Bolschewismus scheitert, wie einstens der Ansturm der Türken vor den Mauern von Wien. Kleiner Bezug auf 16. Jahrhundert. Der Leitgedanke von Schwäbisch Gmünd, auf diese Steine können sie bauen, muss ich da mal dran denken. Jener Wahlspruch von Antichrist Papst Pius XII. Muss unsere Arbeit um eine neue Ordnung im Zusammenleben der Menschen bei der Lösung der sozialen und nationalen Frage beherrschen. Friede durch Gerechtigkeit. Eine neue Ordnung entsteht nur aus Gerechtigkeit. Gerechtigkeit nicht nur für mich, sondern auch für dich. Gerechtigkeit nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Gerechtigkeit nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für das Ganze. Nur aus umfassender Gerechtigkeit wird der Friede geboren. Du musst halt nur zu dem Ganzen gehören. Das ist das Problem. Wenn du nicht dazu gehörst, dann gehörst du nicht dazu. Dann hast du keinen Frieden. Ja, und jetzt habe ich mal... übrigens war das Schwäbisch Hall, glaube ich, ne? Ja. Mit den Steinen. Aber ja, gut. Ne? So, habe ich mal geguckt, gibt es tatsächlich eine Gedenkmünze. Ne? Opus Justitiae Pax, könnt ihr euch mal angucken. Hier mit dem Konterfei des Antichristen, Papst Pius XII. Und dann hier dem Vatikan-Emblem. Und dann ja, geht es sozusagen weiter mit dem Romfrieden oder der Pax Romana, Jörg. Und ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen wollen, möchten, können. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich fühle mich wunderbar, aber ich würde das gerne für eine nächste Sendung machen. Ja. Weil Pax Romana ist sehr umfassend. Ja. Und ich denke, es wäre sehr schön, mit allem, was wir heute besprochen haben, hiermit abzuschließen. Ich weiß, dass du dir wieder viel Mühe für nichts gemacht hast, aber ich fand die Lesung bis jetzt eigentlich gut und denke, die Menschen haben hier und da ein wenig etwas, um drüber nachzudenken, von dem, was wir jetzt besprochen haben. Und ich würde es persönlich begrüßen, wenn wir hier die heutige Sendung ruhen ließen, um da nächstes Mal weiterzumachen, wenn das für dich auch okay ist. Das ist absolut okay. Ich meine, die Zeit ist ja eh durch und der Gedanke, den wir heute hatten, wie gesagt, mit dem Nationalismus, dass da sozusagen alles jetzt ein neues Kleid kommen muss und eben jetzt, ja, eine Europabewegung werden muss, ne? Das haben wir angesprochen. Und eben auch, dass die Dinge sich so unglaublich annähern, ne? Man merkt einfach, dass die Systeme mehr oder weniger langsam ihre Hüllen fallen lassen und sich dieses Ganze in diese Synthese bewegt. Und dazu war dieses Beispiel, das war ein Zufallsfund in diesem Heft, doch eigentlich wunderbar. Es gibt keine Zufälle, Gerald, bitte. Akzeptiere das endlich. Das ist, er lernt es nie. Das ist unser Vater im Himmel, der uns zur richtigen Zeit die richtigen Dinge zukommen lässt. Ja, ja, ja. Ich arbeite dran. Ja, aber ich habe auf jeden Fall also richtig Freude gehabt heute an der Lesung. Und, ich auch. Oh ja. Ja, das hat man gemerkt. Du hast ja gar nicht mal aus dem Skript vorgelesen, sondern direkt aus dem Original. Ich denke, ja. Wo liest er denn? Wo habe ich denn das hingeklebt? Ja? Dann habe ich erst mal gemerkt, dass du hier im Heft hier rumliest. Also, herrlich. Ja, nee, also insofern. Ja, auch erstaunlich, dass ich am Anfang der Sendung darüber spreche, dass das Nationale abgeschafft werden muss und dass wir am Ende der Sendung das genau in dieser Schrift bestätigt bekommen. Ne? Genau, ja, das ist wunderbar, ne? Das passt wie die Faust aufs Auge heute, ne? Wunderbar. So, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es hat mich richtig gefreut. Marius, du wirst sicherlich auch noch zu Wort kommen. Wir haben heute so gequatscht. Marius, bitte, du darfst gern. Ja, Marius hat ja was in Skype geteilt, gehe ich mal von aus, ne? War das nicht so? Ja, das habe ich da. Es gibt ja einen englischen Artikel dazu. Ob das jetzt dazu weiterführt, das nochmal anzuführen, aber ist interessant, wenn jetzt hier diese, ja, sage ich mal, mächtigste Organisation der Welt das Thema propagiert und sie hat ja einen mächtigen Einfluss auf die Politiker, auf diese Strukturen, auf diese Welt. Nicht, dass wir jetzt hier wirklich in dieser Klimafrage demnächst einen Turbogang zu erwarten haben. Naja, okay, ich dachte, du hättest noch was gepostet. Ja, das war was anderes, was ich je gesehen habe. Dann bitte, Marius, wir möchten alle gerne dein Schlusswort hören, wie immer. Ist es schon soweit? Okay. Ja, wie der rosa-rote Panther gesagt hat, ist es wirklich schon so spät. Ja. Deine Zeit ist angebrochen, Marius. Alles klar, dann lese ich heute aus dem Alten Testament. Der ist aber nicht veraltet, der ist genauso aktuell wie damals und auch heute. Ich brauche nur jetzt einen kleinen Zitat zu machen, ein paar Wörtchen aus meinem Zitat rauszunehmen, dann weiß jeder, wie aktuell das ist. Ich brauche ja zum Beispiel nur zu sagen, was auch im Alten Testament steht und Teil meines Zitats wird aus der Bibel. Die euch hassen, werden über euch herrschen. Ja. Wie viele Leute fühlen sich heute denn so? Die Leute, die wirklich die Massen, die Völker und viele Menschen hassen, die scheinen an der Macht zu sein. Es ist nichts veraltet, was die Bibel schreibt. Es mag ja Geschichte schildern, aber es ist immer noch vieles aktuell, vieles, was wir für die Zukunft wissen müssen. Deswegen aus dem Alten Testament, aus dem Levitikus 26, so wie wir das in der deutschen Sprache am besten verstehen. Ihr sollt euch keine Götzen und kein Bildnis machen, ihr sollt euch kein Standbild errichten und ihr sollt kein steinernes Bildnis in eurem Land aufstellen, um euch davon niederzuwerfen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt meine Sabbate halten und mein Heiligtum verehren. Ich bin der Herr. Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote haltet und sie tut, dann werde ich dir zu gegebener Zeit Regen geben und das Land wird seinen Ertrag bringen und die Bäume des Feldes werden ihre Früchte tragen. Und eure Dreschzeit soll bis zur Weinlese reichen, und die Weinlese soll bis zur Zeit der Aussaat reichen, und ihr werdet euer Brot in vollen Zügen essen und sicher in eurem Land wohnen. Und ich will dem Land Frieden geben, und ihr sollt euch niederlegen, und niemand wird euch in Angst und Schrecken versetzen, und ich werde die bösen Tiere aus dem Land vertreiben, und das Schwert soll nicht über euer Land kommen. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzungen missachtet oder wenn eure Seele meine Urteile verabscheut, sodass ihr nicht alle meine Gebote befolgt, sondern mein Bund bricht, auch das will ich mit euch tun. Ich werde Schrecken, Schwindsucht und brennendes Fieber über euch setzen, das die Augen verzehren und Kummer im Herzen hervorrufen wird. und ihr werdet euren Samen umsonst sehen, denn eure Feinde werden ihn essen. Und ich werde mein Angesicht gegen euch richten, und ihr werdet von euren Feinden getötet werden, die euch hassen werden, über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, wenn euch niemand verfolgt. Maranatha.